Genial. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Wenn ihr euch heute Nacht mit mir unterhalten wollt, könnt ihr gerne machen, müsst ihr nur diese Nummer hier wählen, 0800 5678 111. Das ist die kostenfreie Telefonnummer, die kostenfreie Faxnummer heißt 0800 5678 110. Ein Fax zu unserer Sendung am Freitag. Daniela, 27 Jahre, aus Koblenz, schreibt: Hallo Domian. Zum Thema, sollten auch Männer sich schminken, möchte ich sagen, in meine Wohnung und schon gar nicht in mein Bett käme ein geschminkter Mann. Sowas Weibisches. Ich will einen Kerl mit Bartstoppeln und keine Tunte. Das meint Daniela, 27 Jahre alt, aus Koblenz. Martina ist 30 Jahre alt. Ich weiß nicht, woher sie kommt, aber sie ist jetzt bei mir. Ich begrüße dich herzlich, hallo. Hallo Domian hier. Hallo Martina. Ich. Ja, das bist du, ja genau. Ich bin vom Schwabenländle. Ich höre es fast schon. Du redest so wie Frau, unsere Justizministerin. Danke. Die Hertha, die redet auch so. Aber ich bin von euch Kölnern sehr begeistert. Ich bin seit dem dritten Jahr schon immer beim Karneval in Köln. Siehst du, so wollen wir euch Schwaben. Dass ihr zum Karneval immer schön zu uns kommt und hier die Sau rauslasst. Genau. Und bei euch immer ganz ordentlich seid im Schwabenland. Nee, das sind wir auch nicht. Was führt dich zu mir heute Nacht, Martina? Ich muss nur kurz ein Kompliment machen. An deinen Backstage-Bereich hervorragend. Das sind die Leute im Hintergrund. Genau. Dankeschön. Und ich höre dich von der ersten Minute an. Ist es wahr? Ja. Ist es wahr? Was sehr schade ist, dass wir hier vom Radio her dich nicht empfangen können, als ich gucke im Fernsehen. Und schlag mir die Nächte um die Ohren. Ja, du Arme. Ich hoffe, dass es dir dabei ganz gut geht und du nicht zu viel Schlaf einbüßen musst. Nee, das ist mir's wert. Dein Thema, Martina. Mein Thema. Mein Partner und Freund ist transsexuell. Ich hoffe, dass ich das richtig betitel. Also er ist ein voller Mann, aber fühlt sich innerlich als Frau. Und mein Problem ist das, also ich habe ihn kennengelernt als ein ganz normaler Mann. Und vor einem Jahr hat er mir das dann eröffnet, dass er gerne Strumpfhose trägt und also für sich halt auch mal einen Minirock und Stöckelschuh und Perücke aufzieht. Hast du ihn aber noch nie vorher mal erwischt gehabt? Ich habe gemerkt, dass er immer wieder Sachen hat liegen lassen und ich mal ein Kleid gefunden habe in Größe 36 und ich dann dachte habe, er betrügt mich. Ach so. Und das war dann also der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, du, wenn du jemand anders hast, sag es mir. Und dann daraufhin ist er mit der Wahrheit dann rausgerückt? Noch nicht ganz. Also es kam immer wieder was dazu, dass also ich Stöckelschuh gefunden habe und das dann merkwürdigerweise in seiner Größe. Da wird man dann schon nachdenklich. Ja, und dann hat es mich halt beschäftigt und wir haben eigentlich eine sehr gute Beziehung gehabt, wenn es um Berede gegangen ist. Also wir sprechen sehr viel. Und er hat auch gesagt, gehabt, also dass ich die einzige Frau bin, wo er merkt, dass ich ihn sehr gut kenne. Also ihr wohnt nicht zusammen in einer Wohnung? Nein. Nun stelle ich mir sehr schwer vor, damit umzugehen, wenn man das dann von dem Partner erfährt, dass er eine transsexuelle Identität hat. Wie bist du damit umgegangen, als du es erfahren hast? Ich habe gesagt, Kind, ich stehe zu ihm, egal was kommt. Und ich will, dass er einfach ehrlich zu mir ist. Und es war er bis zum heutigen Tag. Nur was ich sehr enttäuschend empfunden habe, dass er meine Liebe in dem Sinn ausgenutzt hat, dass er nicht von Anfang an gesagt hat, du, so und so geht's mir. Weil ich gemerkt habe, als er hatte Ehe hinter sich und die ist gescheitert, ich denke mitunter an dem Problem. Und dass er einfach nicht von vornherein fair war zu mir. Ja, er hat Angst gehabt wahrscheinlich, ne? Dass du ihn vielleicht von dir wegstößt. Weil seine Ex-Frau, also er hat es ihre Augen eröffnet und sie hat total abblockt. Und ich denke, das war einfach... Martina, wenn jemand transsexuell ist... Und dein Freund lebt im Körper eines Mannes, ist aber von der Identität her eine Frau. Das ist eigentlich, warum ich anrufe. Mein Problem ist, ich kann es nicht richtig definieren. Lass mich erst noch fragen, dann reden wir darüber. Dann habe ich gelernt aus vielen Gesprächen mit transsexuellen Menschen, dass sie gar nicht gerne mit dem ihnen angeborenen Geschlecht umgehen. Sprich,
konkrete Frage. Habt ihr relativ normalen und für dich befriedigenden Sex gehabt, die letzten? Der Weltbeste. Ja, der Weltbeste? Ja, also das ist wirklich genial. Aha. Und deswegen wundere ich mich auch immer wieder. Ja, wundere mich jetzt auch, ehrlich gesagt. Wir haben gemeinsamen Höhepunkt und es ist perfekt. Das ist das, was mich... Vielleicht ist er ja auch gar nicht transsexuell, sondern hat einfach so einen Tick zur Travestie oder zum Transvestitentum hat. Sowas vielleicht. Aber er nimmt jetzt zum Beispiel seit, ich denke, 14 Tagen bis einem Monat, nimmt er jetzt Hormone, so. Was mir Angst einflößt. Mhm. Er will also unbedingt eine Brust. Mhm. Entschuldigung, wenn ich das lache, das klingt so süß, wenn du das als Schwäbin sagst. Er will unbedingt eine Brust. Brüste, ja genau. Ich bin genau. Schon sehr hochdeutsch. Ich merke das, ich rechne es dir ganz hoch an, Martina. Würde dir das sexuell was ausmachen, wenn überhaupt er... Nicht. Auch nicht. Das ist genau das, dass ich zu ihm sage, du findest niemanden in deinem Leben, der dich so toleriert wie ich. Mhm, und er mich einfach die letzten zwei Jahre so oft verletzt hat, weil er mich immer wieder vor den Kopf gestoßen hat, wo ich mir sage, er konnte kommen, egal mit was. Ich war immer für ihn da, ich bin immer hinter ihm gestanden. Aber kann er dir das denn nicht am allerbesten erklären, wie er innerlich gestrickt ist und wie er zu verstehen ist als Mensch und mit seiner Identität? Schafft er das nicht? Kriegt er das nicht hin? Ich finde einfach, sein Problem ist das, dass er nicht nach außen, also dieses Coming Out, oder wie man das nennt, dass er einfach nicht sagt zu seinen Eltern, hey, höret mir zu, ich fühle mich als Frau in seinem Geschäft einfach, ich habe gesagt, Kid, geh einfach mit deiner Kleidung, mit deinen Haare einfach, geh als Frau und in 3 Monaten hast du überstanden und dann kannst du es leben. Ob das so einfach, ich weiß nicht, ob ihr in einer größeren Stadt wohnt? Also er wohnt in der Stadt, ich auf dem Dorf. Ja, da ist es schon schwierig, ne, auch in einem... Und trotzdem denke ich mir, er ist so unglücklich dabei, weil er es verbergen muss. Wir spielen jetzt mal den Extremfall durch. Er macht jetzt eine Hormonbehandlung, er bekommt Brüste. Ja. Er zieht sich dann hauptsächlich nur noch als Frau an, so wie er das gerne möchte. Ja. Das würde dir alles gar nichts ausmachen. Ich würde zu ihm stehen. Mhm. Und würdest du sogar noch zu ihm stehen, wenn er sagt, was vielleicht der allerletzte Schritt wäre, dass er sagt, ich möchte mich einer Operation unterziehen? Das möchte er nicht. Das ist zum Beispiel, was ich nicht verstehe, wo ich sage, er möchte ein männliches Glied haben, aber Brüste. Ich denke, die sexuelle Reizung ist einfach die Brust bei ihm. Mhm. Und ich gibt mag es alles? Gibt es alles in diesem Bereich? Es gibt so viele Varianten auch der Transsexualität oder Transidentität. Das habe ich auch schon gehört, was du gerade sagst. Ja. Mhm. Aber er soll es einfach leben. Er soll offen sein zu anderen und sagen, so fühle ich mich. Ich denke, er geht zugrunde und das ist mein Problem. Ich bin ganz erstaunt und bewundere dich fast, mit welcher wie offensiv du damit umgehst. Das ist, weil ich ihn liebe. Ich denke, sonst könnte ich ja, das toll, auch sagen. Toll, weil du wohnst auf dem Dorf. Über dich wird man ja auch herziehen, wenn er da mit seinen Stöckelschuhen rumwackelt und... Aber er muss es doch leben. Ja, ich stehe doch hinter ihm. Ich bewundere das. Also manch eine Frau oder manch ein Partner würde das nicht machen. Ich habe auch schon ihm geraten, ich habe gesagt, Kind, pack deinen Koffer und wir gehen in eine große Stadt. Mhm. Wir waren in Berlin 8 Tage und ich habe gesagt, Kind, geh in eine Stadt, weil ich oft höre, dass du das sagst, geht nach Köln, geht in dieses Zentrum, wo es einfach ist. Mhm. Ich habe auch schon zu ihm gesagt, Kind, in Stuttgart gibt es ein Haus, da wo sich die Leute treffen, also die Männer, wo sich als Frau fühlen, sage ich, geh hin, lass dich beraten, schwätz mit den Leuten, wie es denn ergangen ist. Verstehe ich das richtig, dass dein Problem eigentlich darin besteht, dass er nicht offensiv genug aus sich rausgeht? Das Problem ist das, dass ich mir auf der einen Seite sage, er sagt zu mir, er liebt mich, auf der anderen Seite quält er mich damit, weil er so unglücklich ist und ich ihm nicht helfen kann. Du musst dem einfach klar machen, was für ein Glück er hat. Schade, dass er hört jetzt nicht zu. Ich habe versucht, ihn zu erreichen, aber er schläft. Schade. Was für ein Glück er hat, dass er so eine tolle Frau hat wie dich. Die ihn so ich sage ihm immer. Ja, die ihn so unterstützt. Was Besseres kann der sich auch gar nicht vorstellen. Und wenn du ihm sogar das Angebot machst, komm, wir packen unsere Koffer und ziehen nach Köln oder nach Berlin. Also was will er mehr? Ja, das wie alt ist der junge Mann? 33, naja. Und ich sag zu ihm, das Problem ist auch, er merkt jetzt schon, dass er älter wird, sein Körper nicht mehr so ist. Dann sag ich, wenn du drauf wartest, dass deine Eltern sterben, damit du nach außen kehre, ich denke, das Hauptproblem ist seine Eltern und seine Umgebung. Wo ich sage, wenn du so lange wartest, dann bist du 50 und wenn du das dann erst machst, dann bist du nicht mehr so, wie du dir dein Leben lang gewünscht hast. Martina. Er ist ja jetzt
Mit seinem jetzigen Körper. Ich kann dir überhaupt gar nichts anderes sagen, als das, was du auch gerade formuliert hast. Du machst das vollkommen richtig. Und ich kann dir auch nur raten, dass es, da du ihn sehr liebst, ihm weiter so ein bisschen Dampf unter den Hintern machst. Also denkst du, ich bin auf der richtigen Linie? Absolut, absolut. Und ich nochmal Respekt und ich bewundere dich, dass du so zu ihm stehst. Also ich kann auch nur eins sagen, ich habe mich jetzt 2 Jahre lang also quält damit. Mhm. Also das erste Jahr war wegen der Scheidung sehr hart und das zweite Jahr war jetzt wegen seiner Neigung. Und ich eigentlich nie die Kraft gehabt, mit dir zu sprechen, weil es mir beschissen gegangen ist. Also jetzt, wir haben vieles ausdiskutiert und die Beziehung ist jetzt eher ein bisschen... Der könnte ja wirklich die Chance beim Schopfe fassen, jetzt, dass er da eine Frau hat, die so zupackt, um für sich halt auch dieses Coming-out hinzubekommen, ne? Es sind noch viele andere Faktoren, wo er immer sagt, er kann es nicht. Es stehen noch 2 Kinder im Hintergrund und eine Ex-Frau, wo ihm halt auch... Druck macht, er hat einfach Angst davor, dass er seine Kinder dann nicht mehr sieht. Mhm. Und ich aber irgendwo sage, wenn du deine Kinder das erklärst, dann akzeptieren sie dich auch dementsprechend. 100%. Vielleicht machen die Kinder ihm sogar Vorwürfe, wenn er es nicht lebt und er im hohen Alter vielleicht anfängt, davon zu erzählen und die Kinder sagen dann, warum hast du es denn nicht ausgelebt? So denke ich auch. Ja, ja. Und ich denke, Kinder sind so offen und, und ohne Vorurteile, wenn die ihren Vater nur so kennen. Also ich denke mir, wenn hat man der Verstand zu wissen, mit dem und dem Alter. Ich denke, die sind nur so klein. Ja. Auch wenn die damit wenn die damit aufwachsen, ist das doch ganz normal sogar. Ja. Was macht er vom Beruf? Er ist Präzisionsdreher. Ist natürlich in dem Beruf schon heikel. Und trotzdem denke ich mir, wenn er dahinter steht und sage, ich lebe so und mir geht so und ich will das so, dann... Martina, ich bin ganz begeistert von dir. Dankeschön, ich möchte dich so gerne mal kennenlernen. Tolle Frau, also wirklich eine tolle Frau, dass du da so auf der Seite von deinem Freund stehst. Mach weiter so. Dankeschön. Mach absolut weiter so, du bist auf dem richtigen Weg und mach ihm das wirklich klar, dass er dich auch sehr verletzt, wenn er quasi jetzt da blockiert und dich quasi mit in die Lüge hineinzieht. Also ich habe ihm immer den Rat gegeben, geh zu einem Psychologe, geh zu so also Vereine. Aber ich denke mir, er hat es jetzt übers Internet probiert gehabt und da hat er, ist er an so jemand gerade, aber der will halt nur Sex. Und dann sagt er, das möchte er nicht. Wir machen Folgendes, du kennst ja meine Sendung, du weißt, dass ich immer tolle Psycho-Leute im Hintergrund bei mir habe. Heute ist meine Psychologin, die Petra, hier. Ja? Die kann dir noch ein paar Kontaktadressen geben für deinen Freund. Super. Und dann habt ihr ein paar professionelle Ansprechpartner von Selbsthilfegruppen und Psychologen vielleicht auch in deiner Gegend und so, die sich damit beschäftigen. Wollen wir es so machen? Ja, herzlichen Dank und ich hoffe, dass ich irgendwann mal im Karneval dich verwisch. Dann musst du mir ein Bützchen geben, sagen wir in Köln. Sowieso. Ein Küsschen geben, ne? Dann weiß ich, das ist die nette Schwäbin Martina. Ich denke, wenn ich dich anspreche am Dialekt, wirst du weiß ich sofort, das kann niemand anders als, entweder es ist Hertha Däubler-Gmelin oder es ist Martina. Dankeschön. Was anderes noch, was mir sehr am Herzen liegt, ich habe schon mehrmals angerufen zum Thema alleinerziehende Mütter. Dass mir bestraft wird für das, dass wir Kinder in die Welt setzen. Vielleicht werden wir dich zu dem Thema nochmal anrufen und unterhalten wir uns dazu auch nochmal. Wäre mir sehr wichtig. Genau. Martina, jetzt legst du auf und die Petra ruft dich gleich an. Herzlichen Dank und ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin. Dankeschön, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Wir haben morgen einen ganz großen Tag hier. Morgen gibt es diese Sendung 6 Jahre. Das habe ich und das haben wir alle damals nicht geglaubt, dass das funktioniert, dass eine so kleine, minimalistische Sendung so funktioniert. Morgen sind wir 6 Jahre auf dem Sender, im WDR Fernsehen und bei 1 Live. Jetzt gibt es noch ein Fax zu Freitag. Mary, 41 Jahre, aus Schwerin schreibt, Domian, du blöder Macho. Was hast du gegen Frauenfußball? Ich spiele für mein Leben gerne Fußball und gucke natürlich auch Frauenfußball im Fernsehen. Mach dir gefälligst noch ein paar Gedanken. Liebe Mary, mit Verlaub, ich wäre sehr dankbar, wenn ich zumindest meine Meinung behalten dürfte. Ich habe ja nie dafür plädiert, dass man Frauenfußball verbieten soll per Gesetz. Ich habe nur gesagt, dass es nicht mein Ding ist und dass ich es nicht so schön finde, dass es mir nicht gefällt. Du darfst das natürlich machen. Ich erlaube das natürlich, aber gestatte mir bitte auch meine Meinung, das wäre sehr lieb. Jetzt ist die Jessie dran und Jessie ist 17 Jahre alt. Ich grüße dich. Hallo. Hallo Jessie. Jessie, was ist los? Was ist dein Thema? Also, ich kenne meinen Papa nicht. Du kennst deinen Papa nicht? Nein. Wie kommt denn das? Ja, meine Mama, die weiß auch nicht genau, welcher das jetzt ist. Also. Ach, die weiß es auch nicht mal genau? Nein. Also sie hat meinen Namen gegeben und sie hat gesagt, der könnte es sein.
Aber vielleicht nur. Ja, vielleicht. Sie hat dir nicht noch ein paar andere Namen gegeben. Die könnten es vielleicht auch sein. Nein, nur einen. Also der könnte in Frage kommen. Mhm. Also du bist alleine aufgewachsen bei deiner Mutter? Ja, mit meinem Bruder zusammen. Ist der Bruder? Mein Stiefvater. Und deinem Stiefvater? Von dem Stiefvater? Ja. Mhm. Dann hast du angefangen, darüber nachzudenken, wer ist mein Vater? Eigentlich schon seitdem die mir das erzählt haben. Wie alt warst du da? Oh Gott, 12 oder so war ich da. Mhm. Jetzt weiß die Mutti nicht genau, wer dein Erzeuger ist. Mhm. Und hat dir einen Namen gegeben. Ja. Und was machst du jetzt mit der vielleicht Information? Also ich habe schon bei der Ausflug angerufen. Mhm. Und jetzt gab es mit diesem Vornamen keine Telefonnummer, nur mit ganz vielen anderen. Und da habe ich einfach mir die alle geben lassen. Wie viele waren das? 5 oder 6 waren das. Geht ja noch. Ja, und dann habe ich da halt bei dem angerufen. Mhm. Und das war gleich ein Volltreffer, nämlich das war der Papa von dem. Ach so. Ja, und dann habe ich gefragt, ob ich die Nummer haben könnte, weil es ging um ein Klassentreffen. Da hat er mir auch die gegeben. Mhm. Ja, jetzt weiß ich aber nicht, was ich da noch mitmachen soll. Ich würde ja da gerne mal anrufen, aber ich kann ja nicht sagen, ja hallo, ich denke, sie ist mein Papa oder so. Das ist ein bisschen kurios, ja. Ja. Wie kommt das denn, dass deine Mutter nicht genau weiß, wer der Vater ist? Wenn sie... Ja, wie kommt das genau? Besoffen. Mhm. Und dann, weiß ich nicht, Zelten waren so besoffen und dann... Mhm. Aber wenn es eventuell dieser sein könnte, muss sie doch in der Tat wirklich noch eine Überlegung haben, es könnte auch der sein. Also ein anderer sein. Man weiß nicht, sie hat mir nur diesen Namen gegeben. Mhm. Und mit der Stadt, wo er gewohnt hat. Mhm. Ja. Das heißt, damals hat deine Mutter, als sie denn schwanger war, hat sich dann auch gar nicht weiter bemerkbar gemacht. Nee, das war nur eine Nacht und dann haben die sich nie wieder gesehen. Mhm. Und sie hat mir da halt diesen Namen gegeben. Mhm. Und du bist super neugierig wahrscheinlich. Ja. Ich mache mir auch immer schon Gedanken, vielleicht ist er ganz reich oder so. Oder? Und du wirst ganz viel erben. Ja. Vielleicht ist er ein König und du wirst Prinzessin. Nein, natürlich. Aber wie viele Geschwister ich habe oder so. Vielleicht, ja. Finde ich sehr spannend und da wäre ich auch sehr neugierig, glaube ich. Ja. Ich glaube, ich würde mir ein Herz packen und den mal anrufen. Ja, bloß was soll ich dir sagen? Ich weiß ja nicht mehr, ob er sie kennt oder so. Ob er sich an, und dann musst du den Namen deiner Mutter nennen, ob er sich an die erinnert. Du seist die Tochter von der Frau und du würdest ihn gerne mal sprechen, ob das möglich wäre. Vielleicht ist das besser, als am Telefon sowas zu machen. Mhm. Vielleicht lässt er sich darauf ein, dass ihr euch irgendwo in einem Café mal trefft. Wohnt der denn in auch weit weg noch von dir? Er wohnt im Osten, ich wohne im Westen. Ach so, das heißt also, da ist richtig Kilometer liegen dazwischen. Ja. Mhm. Mhm. Ja, dann sollte man es vielleicht doch am Telefon machen. Mhm. Dass du zumindest fragst, ob du ihm sprechen könntest, ob ihm das jetzt passt, wenn du anrufst, oder ob man da vielleicht eine Verabredung trifft für ein längeres Telefonat. Und dann würde ich dir mal einfach rein Wein einschenken. Ich meine, was hast du zu verlieren? Du hast nichts zu verlieren. Und vielleicht ist es für den auch was ganz Interessantes und vielleicht auch was Freudiges, wenn der hört, das kann sein, dass ich da noch eine Tochter habe. Ich traue mich ja auch gar nicht. Aber was kann dir passieren, Jessie, am Telefon? Am Telefon ist es ja noch harmloser. Ich könnte mir vorstellen, dass du seit deinem 12. Lebensjahr darüber brütest, wer ist mein Papa? Ja. Ne, das ist ja bei allen Leuten so, die nicht so genau wissen, woher sie kommen. Dass man natürlich, normalerweise ist ja auch ganz, ganz natürlich, dass man da neugierig ist. Mhm. Und du bist ja schon so weit. Wieso hat deine Mutter dir eigentlich jetzt erst diesen Namen gegeben? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich habe auch schon viel mit ihr darüber geredet und so. Sie meinte, ja, ich gebe dir den Namen, wenn du 18 bist und so. Hat sie denn nicht Angst vor den Konsequenzen, die jetzt vielleicht da entstehen könnten? Weiß ich nicht. Hat sie gar nicht zugesagt? Ich habe sie gefragt, ob sie irgendwas weiß über meinen Papa und so. Mhm. Nein. Und hat sie was gesagt, dass sie das gerne möchte, dass du mal anrufst, oder kommentiert sie das überhaupt gar nicht? Sie sagt lieber, ich soll irgendwie über Jugendamt oder so. Mhm. Nicht direkt mit ihm, sondern über das Jugendamt oder. Aber das Jugendamt weiß doch auch gar nichts. Ja, ich habe irgendwie auch von einer Freundin gehört, dass das Jugendamt das gar nicht macht, wegen Datenschutz und sowas. Na, ich vermute mal, dass deine Mutter damals angegeben hat, Vater unbekannt. Ja, ne? Hat also, sie auch gemacht. Ja, gut, aber was soll das Jugendamt dann machen? Gar nichts. Ja. Und dann gibt es da vom Roten Kreuz einen Suchtdienst. Ja, aber du hast ihn ja gefunden. Also du hast den, der es vielleicht ist, den hast du ja gefunden. Ja. Ich würde es mal versuchen. Ja. Fass dir einen Herzruf an. Mhm. In der guten Minute, wenn du nicht zu aufgeregt bist.
Und überfall ihn nicht direkt, sondern sag, du wirst gerne mit jemand sprechen, telefonieren, wenn es jetzt nicht passt, ob man da einen Termin ausmachen könnte. Mhm. Und dann rufst du mich nochmal an und erzählst mir von dem Ergebnis. Okay. Okay? Okay. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Danke, tschüss. Hui! Jetzt freue ich mich. Ich freue mich ja immer so, wenn alte Leute hier anrufen. Gretel, 81 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja. Hallo. Ja, guten Morgen. Ich kann dich gut hören. Ich hoffe, du mich auch. Kannst mich verstehen? Absolut, ja. Alles klar. Ich grüße dich ganz herzlich, dass ich mal... Ich habe zweimal angerufen und bin gleich durchgekommen. Perfekt, perfekt. Gerade habe ich gehört, dass die Sendung 6 Jahre läuft. So ist es, ja. Ja, und fast vom ersten Tag an gucke ich fast jeden Tag. Boah, das ehrt mich sehr, freut mich wirklich sehr. Stell dir das mal vor. Ganz toll, ganz toll. Ja, aber ich muss auch dich mal ein bisschen bemängeln jetzt. Bitte. Du sollst auch mal ein bisschen was für ältere Leute wiederbringen. Ja. Und nicht immer nur so traurige Sachen von den jungen Dingern da. Aber wir haben ja immer wieder Themen, wir hatten ja mal durchgeknallte Alte. Ja, das wollte ich dir gerade sagen. Voriges Jahr hattest du die Sendung durchgeknallte Alte. Ja. Das war mal ein bisschen lustig und auch lehrreich. Das ist in der Tat wahr. Ja. Wobei, du weißt ja, dass wir immer gerne auch alte Leute hier reinstellen und ich mich gerne mit alten Leuten unterhalte, wenn es irgendwie geht, wenn es irgendwie klappt. Ja, ja. Aber und das müsstest du mal öfter, nicht immer, aber so mal einmal im Monat mal irgend so ein Thema mal auffangen. Ja. Du kannst das doch so schön machen immer. Da muss doch für die Alten auch mal was passieren. Also wir nehmen die Anregung wirklich gerne jetzt nehmen wir an, dass wir nochmal, vielleicht machen wir nochmal durchgeknallte Alte Teil 2 oder so. Ja. Nur sowas. Oder, ja, und dann gibt es auch noch so Thema, dass ich habe so viele ältere Herrschaften und Bekannte, die da auch jeden Abend noch gucken. Ja. Das heißt, man kann nicht mehr so gut schlafen oder steht um 2 schon wieder auf und dann wird Domian geguckt. Jetzt sag mir mal, du hast ja ein stolzes Alter, zu dem ich dir gratuliere, von 81 Jahren. Ja. Wenn du so, du sagst die ganz jungen Dinger, wir haben ja alle, hier sind ja die ganz Jungen, die ganz Alten und die Mittelschicht ist ja... also höchstens bis 40 und dann hört es aber auf bei dir da. Ja, es gibt ja auch ganz Junge, die anrufen, ne? Gerade ja, die Jessie. So ganz alte wie ich. Das stimmt, da hast du recht, das ist nicht so oft. Wenn so die ganz Jungen erzählen, auch so von den ganzen Sexgeschichten, Sexthemen, wie findest du das? Das finde ich gar nicht mal schlecht, das ist sehr schön, darum ist die Sendung ja sehr gut, die du da machst, das muss ich ja wirklich sagen. Ne? Also sagst du nicht, das gehört nicht in die Öffentlichkeit, da muss man nicht so drüber reden? Was heißt das? Das ist heute, wird da anders drüber gedacht wie in unserer Jugend, das ist wieder was anderes. Ne? Aber da gibt es noch so Thema, zum Beispiel glücklich unverheiratet, das ist auch mal so ein Thema. Ja, betrifft sicher viele ältere Leute, ne? Die im Alter nochmal jemanden, einen neuen Partner. Ich war 50 Jahre glücklich unverheiratet, bis vor einem Jahr. Ehrlich? Ja. 50 Jahre? Das kann ich dir nachweisen, das ist nicht gelogen. Und das ist in der Zeit, als ihr zusammen wart, ja was ganz Ungewöhnliches gewesen. Eben, ne? Darum. Bist du denn viel von den Leuten angefeindet worden? Also erst war das ein bisschen komisch. Da haben sie mich schief angeguckt. Ich kam dann zu meinem jetzigen Bekannten, zu meinem Freund kam ich dann hin. Naja, die sind nicht verheiratet. Weißt ja, wie das ging bei den Leuten. So überhaupt auf dem Dorf. Ach, du hast auch noch auf dem Dorf gewohnt. Ich bin dann von zu Hause aus der Großstadt weggezogen und bin dann zu meinem Mann dann aufs Dorf. Und warum habt ihr nicht geheiratet? Ach, das hatte finanzielle Gründe. Ach so. Mein erster Mann, der ist gefallen im Krieg, den ich in Köln geheiratet habe. Und der ist dann gefallen und das ging, das hatte mit dem Geschäft was zu tun. Ich Mein Mann hatte hier ein Geschäft, wir hatten 2 Geschäfte, haben 3-mal gebaut und alles unverheiratet. Früher sagte man ja, das war ja so eine schlechte Formulierung, finde ich. Wir haben das durchgehalten bis vor 1,5 Jahren. Vom ersten Tag, der letzte Tag an noch genauso gut wie vorher. Erste Tag. Und dann ist dein Partner vor 1,5 Jahren verstorben? Ist vor 1,5 Jahren gestorben das kam eine schwere Krankheit und plötzlich, das ist noch nicht so ganz verdaut, weißt du. Allein, einsam bin ich ja nicht, aber allein ist man abends. Ich könnte mir vorstellen. Ich sitze vor dem Fernsehen und gucke Domian und schimpfe mit dem und lache mit dem an. Ich könnte mir vorstellen, wenn man 50 Jahre mit jemandem gemeinsam gelebt hat, dass Tag und Nacht durchs Geschäft, Tag und Nacht zusammen, durch die Arbeit. Das ist ganz furchtbar. Damals nannte man das bestimmt so, die leben in wilder Ehe zusammen, ne, sowas. Das war mir immer ein bisschen komisch, aber es ging nicht anders. Wir haben das durchgesetzt und das hat jeder akzeptiert. Ja.
so, da ist jetzt, das ist meine zweite Heimat, das neue da, und das sind über 50 Jahre schon, und das ist ganz toll gewesen. Lebst du denn jetzt noch zu Hause, oder bist du in einem Seniorenheim, oder? Nein, ich bin alleine in der Wohnung. In der Wohnung? Ja, ich habe mein Anwesen verkauft und habe eine Wohnung. Habt ihr denn auch Kinder gehabt, ihr beiden? Nein. Nein, das nicht. Nein, ich hatte nur einen Sohn aus erster Ehe da. Da war ich noch ein halbes Jahr verheiratet, da ist mein Mann schon gestorben, also gefallen, im Krieg. Ja, das ist auch mal so ein Thema, das hören die Leute auch gerne, die Älteren. Na klar. Auch die Jungen, denn es werden so viele Ansprüche gestellt und die sollen Pflichten haben, da müssen sie auch mal was sagen können. Na klar, ja sicher. Gretel, ich könnte mir vorstellen, wenn man in ein solches Alter kommt, von 81 Jahren, wie du bist, dass es sehr schwer ist, damit umzugehen, sehr viele Freunde, Verwandte oder nahestehende Menschen, die sterben ja einfach so weg um einen herum. Ja. Wie gehst du damit um? Man wird ja immer mehr alleine, man ist ja immer mehr alleine. Ja, ich habe einen Sohn, der wohnt aber weiter weg, aber ich bewege mich, wenn es eben möglich ist, unter jüngeren Leuten. Ach so, das ist so dein... Ich habe noch Bekannte, also ich bin gern allein, aber einsam will ich nicht sein. Und wo lernst du so die jüngeren Leute kennen? Hier in meiner Umgebung, auf dem Dorf, wo ich wohne. Ach so, die ganze Nachbarschaft, die kümmern sich alle, weil ich allein bin jetzt. Ja, ja, und ich, also einsam bin ich nicht, nur allein, das ist nicht so schön. Ja. Ne? Bist aber du denn, einsam nicht. Bist du gesundheitlich noch einigermaßen fit? Das geht noch einigermaßen, ich kann noch viel machen, ja. Das ist ja auch ein hohes Gut in dem Alter, ne? Ja, da soll es auch noch ein bisschen so bleiben, ich will noch 100 Jahre alt werden. Ja, absolut. Also ich würde gerne auch am 91. nochmal mit dir reden, wenn du 91 bist. Ja, ich rufe mal wieder an, wenn ich mal wieder was Gutes vorliegen habe. Also, deine Anregung, wir sollen doch öfters mal Themen für alte und mit alten Leuten machen. Ja, ich habe viele im Bekanntenkreis, was auch Witwen sind und Männer. Ja. Im zweiten Fernsehen gab es vor Jahren mal eine Sendung, die hieß Schaukelstuhl. Ja, genau, weiß ich, ja. Weißt du das? Ja, weiß ich, ja. Ja. Ja, das war eine gute Sendung. Da waren auch oft viele Leute, ältere allein. Ja. Und die haben sich, weiß Gott, durch die Sendung kennengelernt und in den letzten Jahren noch zusammengezogen. Das ist ja prima. Also ich möchte auch nochmal unterstreichen, heute schielen ja alle immer nur auf das junge Publikum. Ja. Ich fühle mich sehr geehrt, dass diese Sendung auch von sehr vielen und sehr alten Leuten geschaut wird. Ja, ich freue mich darüber. Ja, ich freue mich darüber. Meine Bekannten und Verwandte auch, die gucken. Und, unser Enkelchen ist in Flensburg im Hohen Norden, studiert er. Der hat gesagt, Oma, ruf doch mal an den Domian. Der guckt das auch immer. Liebe Gretel, ich wünsche dir alles Gute. Ja, und schön, dass ich mal mit dir gesprochen habe. Und dass du noch 20 Jahre richtig noch fit bleibst. Ui, das wäre schön. Ne? Das wäre schön. Das wäre schön. Ich sag ja, es war so, ich bin keine Heraldin. Sie sagt, sie ist glücklich unverheiratet und nach 4 Wochen ist sie immer allein. Ja. Sowas hat es bei uns nicht gegeben. Also wir haben auch schlechte Tage und gute gehabt. Aber die schlechten Tage werden ja vergessen. So, und von dem Guten erzählt man immer viel. Ist auch schön so, ist auch richtig so. Ja, das sind die Erinnerungen. Vor der Sommerpause machen wir nochmal das Thema durchgeknallte Alte. Abgemacht? Ja, das will ich aber auch sehen. Alles klar, liebe Gretel, alles Gute. Also Domian, mach's gut und schönen Gruß an deine jungen Leute. Sie sind sehr nette Leute da. Sag ich denen gleich. Und dann wünsche ich dir alles Gute und einen schönen Abend noch. Alles Gute, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Jetzt machen wir einen großen Sprung von 81 zu einem kleinen Max. Na, so klein ist er auch nicht mehr. 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo Max, wie groß bist du? 1,79 Meter. 1,79 Meter. Also ein ganz normal großer Max. Ja, durchschnittlich, würde ich sagen. Max, was ist dein Thema? Halt, lass mich, bevor du anfängst mit deinem Thema, lass mich mal fragen. Hörst du oder guckst du uns ab und zu? Eigentlich jede Nacht. Auch jede Nacht? Ja, ich höre dich. Wie findest du das, wenn wir alte oder sogar sehr alte Leute hier auf dem Sender haben, die erzählen? Einwandfrei, hundertprozentig. Ja, auch, ne? Weil ich eigentlich auch nur überwiegend von mir aus gesehen älteren Leuten zusammen bin. Aha. Und auch zu tun habe. Ja. Und ich habe Respekt vorm Alter. Ich auch, absolut. Und von daher einsame Spitze. Prima. Jetzt zu deinem Thema, Max. Mein Thema ist, wie soll ich sagen, ja, dass ich eigentlich überwiegend nur interessante Frauen kennenlerne im rotlichen Milieu, in Bars, in Puffs oder wie auch immer, wie ich sagen soll. Und folgendermaßen, ich sag mal, meine allererste große Liebe habe ich in einer Bar kennengelernt und war mit der 9 Monate zusammen. Mhm. Habe dann den großen fatalen Fehler begangen, habe sie abgesägt, gehen lassen. Mhm.
Und habe dann ja im Nachhinein gemerkt, dass ich halt einen Fehler gemacht habe, habe alles Menschenmögliche versucht, getan, in Bewegung gesetzt, um sie wiederzubekommen. Mhm. Hat nicht geklappt. Und jetzt vor ja, gut 3 Wochen bin ich dann auch mal wieder los gewesen, habe dann jemanden kennengelernt, ein Mädel, 2 Jahre jünger als ich. Mhm. Und ja, ich sag mal, es hat eigentlich von der ersten Minute an gefunkt. Wo genau hast du sie kennengelernt? Auch in einer Bar oder in einem Freudenhaus, im Puff oder wo? Ja, in einer Bar mit, ich sag mal, wo dann hinterher oder anschließend, wenn man Lust und Laune hat, auch wohl mehr laufen könnte und laufen kann. Also sie arbeitet auch als Hure? Nebenbei. Nebenbei. Sie sagt zwar, sie hat einen normal bürgerlichen Job, wo sie eigentlich ein mehr als gutes Auskommen hat, dass sie diesen Job nebenbei gar nicht machen müsste, aber warum sie ihn doch tut, keine Ahnung. Weißt du noch nicht. Hast du dich zurückgezogen mit ihr in ein Hinterzimmer? Ja. Also einmal Sex hattest du mit ihr schon oder mehrfach? Zweimal. Dreimal schon. Und jetzt hast du das Gefühl... Zweimal, okay. Und jetzt hast du das Gefühl, du hast dich in sie verknallt. Nicht nur ich, sie auch. Ach, sie auch. Das heißt, ihr habt darüber geredet schon. Wir haben darüber geredet und wir haben gesagt, wenn wir uns draußen auf der Straße kennengelernt hätten, dann wären wir mit Sicherheit schon zusammen. Aber ich habe ihr gesagt, wenn wir uns auf der Straße über den Fuß gelaufen wären, dann hätte ich sie gar nicht angesprochen. Heißt das denn, dass du besonders scharf bist auf Damen, die in dem Milieu arbeiten? Macht dich das letztendlich an? Nein, das ist folgendermaßen. Ich bin eigentlich nicht so der Typ, der am Wochenende in die Disco geht, um irgendwelche Mädels abzuschleppen, nur um sie ins Bett zu kriegen. Das kann ich nicht. Ist auch nicht mein Ding, weil das machen zu viele Typen und dann muss ich das nicht auch noch machen. Mhm. Ja, und dann denke ich mir, es gibt solche Läden, die Frauen, die wollen auch oder müssen Geld verdienen, warum soll man nicht die Wirtschaft ankurbeln? Ja, das ist natürlich auch eine ehrenwerte Überlegung, klar. Das bedeutet, dass du sehr viel in diesen Etablissements verkehrst. Nicht viel, aber hin und wieder mal. Hin und wieder mal. Hattest du dann schon auch mal, du bist erst 23, aber egal, hattest du schon mal eine Beziehung zu einer Frau, zu einem Mädel, die nicht aus dem Rotlichtmilieu kommt? Ja, des Öfteren so 2, 3, aber das waren dann meist so Freundschaften, Liaisons, von nicht länger als ein Vierteljahr. Eigentlich könnte man doch sagen, es ist doch eigentlich toll, du hast jetzt da eine junge Frau kennengelernt und hast dich in sie verliebt, sie hat sich in dich auch verliebt. Wo ist jetzt das Problem? Ja, anfangs gab es da auch kein Problem. Wir haben telefoniert und SMS geschickt ohne Ende und dies und jenes. Dann nach meinem zweiten Besuch bekam ich von ihr ein Foto geschenkt, weil ich die ganze Woche über unterwegs bin im großen Auto. Und dann sagt sie, hier, damit du nicht so alleine bist, denk mal an mich und dies und jenes. Und Du bist LKW-Fahrer? Ja, ganz genau. In einem großen Auto? Ja. Ja. Und in der darauffolgenden Woche wollten wir dann mal so klären, ob wir uns mal irgendwie treffen können und dies und jenes. Ja, und da kamen sie aber damit über, nee, wir lassen das lieber, weil so im Privat- oder im normalen Leben, sag ich mal, dachte, wird das nicht gehen, weil ich würde sie immer daran erinnern, wo wir uns kennengelernt haben und. Ich meine, die ganze Sache ist ja noch sehr frisch. 2 Wochen, ne, sagst du? Ja, das ist richtig. Insofern solltest du vielleicht mal ein bisschen längeren Atem haben. Ich meine, sie hat natürlich recht, dass sie sich dann daran erinnert fühlt. Vielleicht musst du ihr einfach Zeit geben, nach 6 Wochen oder nach 8 Wochen einfach auch bei sich spürt, in sich spürt, dass sie mehr für dich empfindet. Und dann ist einem das irgendwann auch wurscht, wo man jemanden kennengelernt hat. Ja, da hast du voll und ganz recht. Ich sehe in ihr eigentlich auch nur die Person, das, was in ihr steckt, nicht das, was drumherum ist. Vielleicht wäre es ganz klug, wenn du sie nicht mehr dort besuchen würdest. Hab ich auch nicht. Ich bin, sag ich mal, nachdem ich sie das zweite Mal in der Bar gesehen, getroffen habe, gar nicht mehr in so einem Geschäft gewesen. Mhm. So gar nicht mehr. Schreib ihr, simse ihr, telefonier mit ihr und versuch mal ein privates Treffen hinzukriegen. Nein, das hat sie ausgeschlagen. Ich habe alles versucht, mit irgendwo ganz unverbindlich, neutral im Café zu treffen und dies und jenes. Nee, das sagt sie, wird nicht gut gehen und nee, ich soll doch lieber ihre Telefonnummer vergessen und wie auch immer. Und ja, dann ist sie aber auch nicht so dolle verliebt. Du hast gerade gesagt, sie sei auch verliebt. Das hört sich dann aber nicht so... Sie hat mir nach dem zweiten Treffen hat sie mir direkt ein Foto von sich gegeben. Ja, ja, vielleicht war das vielleicht eine gute Geschäftsfrau, dass du da oft hinkommen sollst. Domian, tut mir einen Gefallen. Das ist, meinst du, die Frau, die hat irgendwie einen Stapel von 50 Fotos im Schrank liegen und verteilt die an irgendwelche Gäste und wie auch immer? Weiß ich nicht. Ich wäre generell immer ein bisschen skeptisch bei solchen Sachen. Und erzählt mir irgendwelche Sachen, so, ich sag mal, so Privatsachen, die normalerweise gar nicht in solchen Geschäften so haben wir alles schon gehört. Alles schon passiert, alles schon gehört.
kann passieren. Pass auf, ich würde sagen, da die ganze Sache noch so frisch ist, kann man noch gar nicht endgültig urteilen. Solltest du irgendetwas bei der Frau auch bewegt haben und dass sie sich wirklich in dich ein bisschen verliebt hat, aber im Moment einfach nicht kann und auch nicht aus ihrer Rolle da raus will, lass der mal ein bisschen Zeit. Lass das Ganze mal langsam angehen. In 4-5 Wochen ist die Situation vielleicht eine ganz andere. Bedräng die bloß jetzt nicht. Um Gottes Willen, ich habe auch seitdem, wir haben, vor 14 Tagen haben wir in einer Nacht so gut 25, 30 SMS verschickt, gegenseitig. Und ich sag mal, von daher war das, oder mit der Sache war das Thema eigentlich für uns beide erstmal erledigt. So, und wenn das in 4, 5, 6 Wochen immer noch nicht funktioniert, dass sie dich mal privat treffen möchte, dann würde ich mir an deiner Stelle mir die Frau auch abschminken. Aber die vielen, solche Wochen, finde ich, müsstest du ihr Zeit geben. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, die Frau, die kann so viel Zeit bekommen von mir, wie sie will. So siehst du. Dann bleibt mir eigentlich nichts übrig, als zu sagen, toi, toi, toi. Und ich drücke dir die Daumen, dass in den nächsten Wochen irgendwie der Funke vielleicht doch überspringt und sie sich mit dir privat trifft. Ja? Die Verbindung wurde unterbrochen. Jetzt ist die Verbindung unterbrochen, aber egal, wir waren eh fertig. 1.36 Uhr und 10 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Auf die Sekunde, 1.37 Uhr, falls ihr gerade im Hintergrund etwas klingeln habt gehört, ich habe mal wieder mein Handy nicht ausgeschaltet, mein Funktelefon. Ach, das muss ich jetzt sofort machen. So, es ist aus, jetzt knackt es nochmal und jetzt können wir in Ruhe weitermachen. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht, das heißt, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das wir gerne, dass ihr euch gerne unterhalten wollt mit mir. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt das Thema, ich bin rücksichtslos. Ich möchte mit Leuten reden, die so ganz frank und frei von sich sagen, ja, ich bin ein rücksichtsloser Mensch aus den und den Gründen. Und vielleicht auch mit ein paar Leuten, die Opfer von sehr rücksichtslosen Menschen geworden sind. Also Thema morgen, ich bin rücksichtslos. Jennifer begrüße ich jetzt herzlich. Jennifer ist 17 Jahre alt. Hallo. Hallo Domian. Hallo Jennifer. Ja, was ist los? Was ist dein Thema? Mein Thema ist Vergewaltigung. Und zwar war ich 5 Jahre alt und der Stiefvater von meiner Mutter, also mein Stiefvater, der hatte mich mit 5 Jahren vergewaltigt. Und der Stiefvater, sag nochmal, der Stiefvater? Meiner Mutter. Der Stiefvater deiner Mutter? Ja. Er hat mich also mit 5 vergewaltigt, das ging dann 5 Jahre lang weiter so, bis ich 10 war. Und in den 5 Jahren habe ich halt wirklich ziemlich viel Scheiße gebaut. Also ich habe nur geklaut. Ich habe zu Hause alles kaputt gemacht, demoliert, angebrannt. Also einfach alles zerstört sozusagen. Und dann später ging das dann halt noch so weit, dass ich mich dann an meine kleinen Brüder vergriffen habe. Ich habe den Brandnarben zugefügt, ich habe die geschlagen, getreten. Ich habe sie gehasst, weil sie waren Junge und ich mochte keine Jungs. So. 5 Jahre hat dieser Stiefopa, nennen wir den mal so, hat das mit dir gemacht. Wie oft hat er das in der Woche oder im Monat gemacht? Ich war meistens immer einmal das Wochenende war ich immer bei meinen Großeltern. Und dann ist das geschehen. Ja. Er hat dich zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Ja. Also das kleine Mädchen von 5 Jahren musste den Geschlechtsverkehr über sich ergehen lassen. Ja. So,
So, und dann hat meine Mutter halt immer gesagt, so, wenn du nicht aufhörst, die Scheiße zu bauen, so, dann kommst du ins Heim. Dann hat meine Mutter mich halt irgendwann mal erwischt, wie ich mich wieder an meinen kleinen Bruder vergriffen habe. Mhm. Da ist sie dann halt ausgerastet, hat sie mich verprügelt und gesagt, du kommst jetzt ins Heim. Du hast aber der Mutter nichts von diesen schlimmen Sachen erzählt? Nein, gar nicht. Du hast niemandem davon erzählt? Mhm. Warum hast du das nicht gemacht damals? Der hatte mir gedroht halt, so, der hat gesagt, so, wenn du das irgendjemandem sagst, was ich hier mit dir mache, dann bringe ich dich um, denn so, dann bist du gar nicht mehr da. So, da hatte ich halt auch tierische Angst, so, der war halt auch, verständlicherweise, ja. So, der war halt auch großkräftig, so, also, so, für mich war der großkräftig, der hatte mich geschlagen. Hast du neben dem Ekel und dem Hass in der Erinnerung nicht auch ganz viele tiefe körperliche Schmerzen? Ich stelle mir das gerade vor, wenn ein ausgewachsener Mann mit einem 5-jährigen Mädchen schläft, muss das doch für das Mädchen ganz, ganz, ganz schmerzhaft sein. Doch, doch, das war ziemlich schmerzhaft so. Hm. Also ich habe viele blaue Flecken gehabt, ich habe geblutet oft. Hm. So. Hat er dich auch gezwungen, dass du mit dem Mund etwas bei ihm machen musst? Ja, das auch. Das auch. Das auch. Jetzt hat deine Mutter dir angedroht, weil du die Brüder nicht gut behandelt hast, dass du ins Heim kommst. Ja. Und wie ist es dann weitergegangen? Dann bin ich mit 10 ins Heim gekommen. Dort haben dann Therapeuten mit mir Therapie gemacht. Mhm. Die sind mit mir zum Arzt gegangen, haben einen IQ-Test machen lassen, ob ich nicht vielleicht einen in der Ratsche habe. Ja, so, weil ich halt nur noch so richtig rumgesponnen habe. Mhm. Die haben das halt nicht mehr für normal empfunden und so. Und den Therapeuten hast du das auch nicht erzählt, was da passiert Nein, ist? Nein, ich habe mich nicht getraut. Und dann halt nach einer Zeit haben die das so Stück für Stückchen rausgekriegt, so mit Puppenspielen und ich sollte Bilder malen und so. Dann haben die das rausgekriegt. Dann sind die erst meiner Mutter gegangen, haben ihr das dann so erzählt. Mhm. Und sie konnte das nicht verstehen, sie hat mir nicht geglaubt. Mhm. So, dann haben sie halt meine Mutter gefragt, ob die mir dann helfen würde, ob die dann zu mir stehen würde. Da hat sie gesagt, nein. Danach gab es keinen Kontakt mit der Familie und mit meiner Mutter. Ach, du bist dann im Heim geblieben? Ja. Und die Mutter hat es dir nicht geglaubt? Nein. Obwohl die Therapeuten das auch mit dir quasi herausgearbeitet hatten? Ja, die waren auch bei mir mit einem, bei einem amtlichen Arzt. Mhm. So, der hatte dann auch ein ärztliches Attest gegeben, dass also nichts erstunken oder erlogen ist. Er hat halt die Wunden gesehen. Mhm. Bist du denn dann, wie lange bist du im Heim geblieben oder bist du immer noch im Heim im Moment? Ich war bis vor 3 Wochen im Heim und jetzt bin ich im betreuten Wohnen. Aha, das heißt, du hast dann dein eigenes Zimmer, wo sich dann Sozialarbeiter oder Erzieher, wie man das nennt, um dich kümmern. Ja. Auch. Mhm. Ja. Ist Anzeige erstattet worden gegen diesen Mann? Ja, wir haben Anzeige gemacht. Also meine Betreuer und die Psychologin, die ist mit mir da hingegangen. Mhm. Polizei, dann haben die denen das erzählt und ich habe zwischendurch was erzählt, weil ich mich halt nicht getraut habe, so denen alles zu erzählen, weil ich das immer wieder erzählen musste und immer wieder. So, dann habe ich halt gefragt, so, ich weiß nicht, als kleines Kind fragt man wohl immer, kriegt der auch eine Strafe und so. Da haben die gesagt, ja, es liegen genug Beweise, wo ein psychologischer Bescheid liegt vor und ein ärztliches Attest. Das müsste reichen. Und dann kam aber 2 Monate später ein Brief von der Staatsanwaltschaft Duisburg, wo dann drin stand, ja, das Verfahren wurde eingestellt wegen Aussage gegen Aussage. Mhm. So. Das kannst du gar nicht erst richtig beurteilen, was dahinter steckt. Und haben die Betreuer denn das dann so hingenommen oder läuft da nochmal neu irgendetwas an? Weißt du das? Nein, die haben das so hingenommen. Und die haben mir dann halt versprochen, dass ich dann weiter Therapie kriege. Mhm. Ich habe jetzt immer noch Therapie zwischendurch, halt in der Schule. Ich habe eine Schulpsychologin. Denkst du sehr viel an diese schlimme Zeit? Ja, sehr viel. So, ich habe... Ich könnte mir vorstellen, dass man, dass einem die eigene Sexualität durch solch ungeheuer gewalttätigen Eingriff kaputt gemacht wird. Du bist jetzt 17 Jahre alt. Hast du dich mal verliebt in einen Jungen? Geht das überhaupt?
Es ging einmal, aber es war sehr, sehr schwer. Also das hat ziemlich lange gedauert, bis ich bei dem Jungen wirklich richtig das Vertrauen hatte. Hast du mit dem dann auch geschlafen? Ging das? Nein, das nicht. Das hat nicht geklappt. Also ich weiß nicht so, das kam immer wieder alles hoch. Mhm. Das Problem ist halt manchmal so, meine Oma, also die Frau von meinem Opa, die hat dann halt gesagt, sie weiß nicht, was sie machen soll, sie liebt ihren Mann, sie liebt aber auch mich als ihre Enkelin. Mhm. Und halt, ich sehe sie öfters immer noch, meine Oma, dadurch, weil ich Geburtstag habe oder weil sie Geburtstag hat oder weil Weihnachten ist, bin ich dann manchmal noch bei meiner Oma und er ist dann auch halt immer da. Er ist dann auch da? Ja. Ist das nicht eine ungeheuer bedrückende Situation für dich, wenn du den dann siehst? Doch, es ist sehr, sehr schwer, ruhig zu bleiben, so halt. Ich weiß auch, also das ist sehr schwer. Ich weiß manchmal sogar gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich finde das aber auch, muss ich ehrlich sagen, sehr rücksichtslos von deiner Oma, dass sie dich da dann hinholt. Glaubt sie dir da? Glaubt die dir denn wenigstens? Nein, auch nicht. Auch sie nicht. Sagt, meine Mutter hätte es mir eingeredet. Also ich habe zwar noch Kontakt mit meiner Oma zwischendurch oder mit meinem Onkel, aber meine Mutter hat mit niemandem Kontakt. Jennifer, wird man da nicht wahnsinnig, wenn alle einem sagen, das redest du dir ein oder es stimmt nicht und du weißt genau, dass es stimmt? Doch, also manchmal habe ich selber gedacht, du hast bestimmt einen Anarazzo oder so, du bildest dir das alles nur ein. Aber du hast es ja immerhin 5 Jahre miterlebt, ne? Dann, ja. Wenn das jetzt einmal passiert wäre, könnte man ja vielleicht noch ins Grübeln kommen. Ja. Aber du hast ja wahrscheinlich 1000 Situationen vor Augen, wie das genau abgegangen ist. Ne? Ja. Ich würde an der Stelle da nicht mehr hingehen, dass du den siehst. Das ist mit Sicherheit nicht richtig und gut für dich. Ja, das ist sehr schwer. Also so im Heim hat man, also hat sich dann noch öfters Probleme. So, ich habe mit Drogen angefangen. So, die Schule, die wurde immer schlechter. Ich bin zweimal sitzen geblieben, weil ich dann nicht zur Schule gegangen bin, gar nicht. Aber ich glaube, du hast das jetzt sehr, sehr, sehr klar geschildert, wie man einen Menschen kaputt machen kann und warum ein Mensch dann zum Beispiel gewalttätig wird. Du wurdest gewalttätig deinem kleinen Bruder gegenüber, den Brüdern gegenüber. Ja. Dass du auf die falsche Bahn kommst mit Drogen. Ja. Und so weiter. Das ist ja alles aus dieser tiefen Verletzung herrührt, welche dieses Schwein dir zugefügt hat, ne? Ja. Das ist, ich weiß nicht, das ist halt so komisch. Ich habe früher so selber immer gedacht, so, warum änderst du dich nicht? Also warum ändere ich mich nicht? Warum fange ich nicht an? Weil ich sage mal, vielleicht denke ich auch einfach nur zu viel darüber nach, okay, es ist jetzt... Glaube ich nicht. Ich glaube, dass es ganz normal ist, wenn man so etwas erlebt hat, dass man da verdammt viel drüber nachdenkt. Und auch gut ist, dass man drüber nachdenkt. Wenn das nur alles von dir, wenn das alles verdrängen würdest, es käme sowieso irgendwann hoch und würde sich bemerkbar machen bei dir. Ja, nur auf einer Seite ist es dann blöd, wenn ich dann immer so viel Scheiße baue, dann halt wieder durch Gewalttätigkeiten und Drogen und so. Hast du denn den Eindruck, dass du bist ja jetzt immer noch in psychologischer Betreuung, ne? Ja. Ist das gut? Hast du da einen Halt? Nimmst du die Leute ernst? Findest du das in Ordnung, was da passiert? Ja, also ich habe oft gewechselt, so die Psychologen. So einmal hatte ich eine Frau so, ich glaube, die hat mich gar nicht verstanden. So, die hat immer nur gesagt, ja, das wird schon wieder, denk nicht darüber nach. So hat sie mit mir geredet und dann bin ich halt zu den Betreuern hingegangen, habe ich gesagt, ich möchte da nicht mehr hingehen. Ich möchte gerne zu einer anderen Therapeutin. Dann haben die mich zu einer anderen Therapeutin gemacht und seitdem ich bei der bin, geht das so eigentlich. Also ich lerne mehr darüber, besser reden zu können, auch mit anderen Leuten. Ich wollte dir auch gerade sagen, du hast so viel Schlimmes erlebt, Jennifer. Und du hast so viel schon durchgemacht und hast so viel selbst in die Hand auch genommen jetzt und versucht, das Beste draus zu machen und dich irgendwie über Wasser wieder nach oben zu bewegen. Wenn du jetzt so weitermachst, bin ich auch ganz optimistisch, dass du es schaffen wirst, einigermaßen dein Leben oder auch gut sogar dein Leben in den Griff zu bekommen. Ja. Denn du hast ja auch einen Willen, ne? Du willst ja auch normal leben und gesund sein und vielleicht auch mal irgendeine Familie gründen oder was für Träume du auch immer hast. Ja. Und ich glaube, dass du schon sehr viel gemacht hast und das ist auch sehr, guck mal, es hätte ja alles auch anders kommen können, dass du vollkommen auf die schiefe Bahn kommst, dass du keinen Bock hast, zum Psychologen zu gehen, dass du nur auf der Straße rumhängst und weiß ich was alles. Ja, stimmt. Hast du alles nicht gemacht. Du hast dir schon gute Sachen für dich in die Wege geleitet. Ja. Hast natürlich immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen.
Aber das ist, glaube ich, aber auch normal bei dem Schicksal, was du hast. Ja, das haben meine Psychologen mir auch gesagt. Die haben halt gesagt, dass ich in der Hinsicht jetzt zwischendurch stärker geworden bin, gegenüber den Drogen Nein zu sagen, dass ich die nicht mehr nehme. Weil, ich weiß nicht so, wenn ich die Drogen genommen habe, so, dann habe ich alles vergessen. Dann habe ich auch nicht mehr daran gedacht. Ich habe richtig abgeschaltet. Aber das ist ja nur eine Scheinlösung, Jennifer. Das hält dann ein paar Minuten an oder eine Stunde und danach ist es umso schlimmer, ne? Und irgendwann hast du auch noch ein Drogenproblem am Hals, ne? Ja, das habe ich jetzt auch gelernt in der Zwischenzeit. So. Also Jennifer, ich möchte dir sagen, wenn du jetzt so weitermachst, wie das jetzt alles so erzählt wurde von dir, glaube ich, dass du in ein paar Jahren das schaffst. Und ich möchte dich ermutigen, dass du weitermachst. Du hast jetzt schon so viel Land gewonnen, jetzt musst du auch weitermachen. Auch wenn du manchmal den Eindruck hast, ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht. Aber du schaffst es. Ich glaube, dass du so ein Mädchen bist, das sehr stark ist und dass du wirst das packen. Ich bin ganz sicher. Ja. Und alle Achtung und allen Respekt, dass du jetzt hier so angerufen hast, das so erzählt hast, das ist ja auch, ich glaube, das ist ja für alle Menschen, die sexuell missbraucht worden sind, immer sehr schwer, das halt auch so offen zu erzählen. Ja, das ist schwer. So halt in dem Heim, wo ich war, waren halt auch nur Mädchen. Und da habe ich dann auch so mit, also da gab es dann so wie eine Mädchengruppe halt, dann haben wir uns auch einmal die Woche getroffen und über so ein Erlebnis geredet. Und wir haben halt selber alles festgestellt. Dadurch, dass wir das erst so spät gesagt haben, ist auch alles schlimmer geworden. Also man muss man sollte eigentlich immer früh genug wirklich, sobald es also passieren sollte, sollte man eigentlich auch sofort Bescheid sagen. Genau, ganz genau. Weil desto eher kriegt man das auch im Griff und es ist dann auch nicht mehr so schwer. Auch wenn es schwer fällt und man Angst hat davor. So viele Mädchen schämen sich. Ich habe mich geschämt dafür, was mir passiert ist. Man hat mir beigebracht, ich darf mich nicht schämen dafür, weil das ja auch richtig ist. Ja, du bist vollkommen unschuldig, vollkommen. Jennifer, ich würde gerne, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin dich unterhältst. Ja. Kann ja nicht schaden. Vielleicht hat sie noch ein paar nette oder interessante Hinweise auch für dich, was du noch machen kannst. Du bist zwar in psychologischer Betreuung, aber und tut dir vielleicht auch ganz gut, nachdem du hier gesprochen hast, wenn du noch mal ein bisschen ausklingen mit jemandem sprechen kannst. Leg mal auf und die Petra ruft dich gleich an. Ja, okay. Mach weiter so. Alles Gute von Herzen. Ja, ich wünsche noch alles Gute zum Sechsjährigen dann Danke. Schon mal. Dankeschön, Jennifer. Okay, bitte. Tschüss. Tschüss. Und die Nina ist hier und Nina ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian, hallo. Also vorneweg möchte ich jetzt erstmal sagen, also da bei euch im Backstage-Bereich, dieser Tim, der hat ja mal eine schöne Stimme. Also ja, das werde ich ihm nachher erzählen, mir dem hat Tim. Da ein Herz gehüpft. Wobei er gar nicht so nett ist, aber die Stimme. Wunderschöne Stimme. Die Stimme ist okay, aber sonst kannst du ihn eigentlich vergessen. Nein, es ist ein ganz netter Kerl. Ich kann ihn hier sehen durch die Scheibe. Er ist ein ganz netter Kerl und ich richte es ihm aus, er hat es gerade auch schon mitgehört. Ja, mein Thema, warum ich anrufe. Ja. Mir brennt das schon das ganze Wochenende unter den Nägeln. Männer und Sprinken, ja. Ich habe es Freitag nicht mehr geschafft. Unser Thema am Freitag, genau. Also das war ja mal, also ich finde, ich hatte einen Ex-Freund, ja. Und mit dem bin ich auch in Urlaub gefahren. Und da hat es dann so ein bisschen angefangen. Also ich habe immer ich mache also nicht mit diesem Lidstrich oben, also ich mache immer nur so ein bisschen so die Wimpern und so dunkler und dann eben so weiß innen, so im Innenlid, sag mal. Und er hat sich dann halt eben immer diesen weißen Kajal dann ausgeliehen. Natürlich ungeübt, dann hat dann die Hälfte dann im Auge gehabt und ist es dann rumgelaufen wie auf Drogen, von wegen, ich habe so weiße Schlieren über den Augen. Ja, und dann von wegen, ich leihe mal deinen Nagelwaldstift und ach Schatz, ziehst du den Rock heute Abend an? Und da war dann Ende. Also habe ich dann gesagt, du kannst den gern anziehen, aber dann gehe ich nicht mit dir weg. Also nicht so tolerant wie die Martina vorhin aus dem Schwabenland. Ja, also Hut ab. Hut ab, ne? Hut ab, also eine Wahnsinnsfrau. Ja, finde ich auch. Martina, siehst du, alle anderen sehen das genauso. Mein Ex-Freund ist jetzt nicht transsexuell, also er ist eigentlich überhaupt auch gar nicht der Typ Verrücke. Ja, Moment, also er fing dann an mit Schminken und auch mit dem Rock. Weil das ist ja schon ein Indiz, dass es schon ein bisschen in Richtung Travestie oder Transsexualität geht mit den Röcken. Vielleicht. Also willst du mir jetzt sagen, er hat mich deswegen verlassen? Nein, ich frage dich jetzt, wie es dann weiterging mit euch beiden und wie du darauf reagiert hast. Ja, ich habe dann halt so zu ihm gesagt, dass ich so nicht mit ihm rumlaufe, obwohl er hat das auch wirklich ernst gemeint. Also ich stand dann erstmal da so,
Also das mit dem Kajal und mit dem Nagelweißstift, gut, da habe ich noch Toleranz gezeigt, aber... Mhm. Aber war auch nicht so dein Ding? Nee. Ich stehe da nicht so drauf. Also, wenn ich eine Freundin habe, ist das okay. Ja. Dann kann die sich ruhig mein Schminkzeug ausleihen, meine Klamotten. Ich meine, das ist ja dann auch in Ordnung. Aber wenn ich einen Freund habe, dann will ich auch einen Mann haben. Ich habe ja gerade das Fax, vielleicht hast du mitbekommen, das Fax vorgelesen von der Daniela, die das ganz doof findet, ganz weibisch findet, wenn Männer sich schminken, die sagt, ich will einen Kerl mit Bartstoppeln und keine Tunte. Ist ja ein bisschen böse, aber... Bartstoppel muss es jetzt sein, aber ne, eben ein Mann. Ich meine, man will doch einen Mann, man will doch dieses männliche, kräftige, schön schwitzen, so ein Mann eben. Ne? Übrigens, wenn du auf all sowas stehst, ne, wärst du mit meinem Mitarbeiter Tim schlecht bedient, weil der schminkt sich absolut immer. Ja, nee. Ja, der ist mal völlig aufgedonnert, kommt er hier hin. Ich krieg gleich Stimme. Hinten, leider wenn ich... Leider sieht man die ja nicht, ne? Leider sieht man die ja nicht hinten. Ich sag dir auch nur die Stimme. Sehr, sehr sympathisch. Sehr, sehr sympathisch. Mhm. Ich telefoniere auch gerne mit ihm. Nina, ja, dann habt ihr euch getrennt und das war's dann. Er hat sich von mir getrennt. Also das war dann, ist ein Stückchen danach gewesen. Ja. Also, das hatte jetzt nichts damit zu tun, aber... Wie lange wart ihr zusammen? Fast 2 Jahre. Doch, 2 Jahre. Und dann ist das so rausgekommen bei ihm. Weißt du, was aus ihm geworden ist? Hat er das irgendwie noch weiterentwickelt in sich? Oder? Ich habe zu der Zeit, mir ging es zu der Zeit ziemlich schlecht. Und er hat genau in so einem Moment mit mir Schluss gemacht. Mhm. Zu einer Zeit, wo ich sowieso sehr labil war. Das heißt, ich habe also, ich habe mich gefühlt, als hätte er mich im Stich gelassen. Mhm. Und ich habe dann auch auf sein Bitten und Flehen, man möge doch befreundet sein, er wollte sich ja unbedingt mit mir treffen, aber ich wollte dann nicht, weil das hat mir so weh getan, ich konnte mich dann auch nicht mehr mit ihm treffen. Und er ist jetzt auch weggezogen, er hat ja bei mir in der Straße gewohnt, günstigerweise, auch noch fast 2 Jahre später. Aha. Also soweit zum Thema Schminken und Nina, du bist erstmal bedient, ne? Ja, ich bin erstmal bedient, also geschminkte Männer kommen mir nicht mehr. Okay, Nina, alles Gute, tschüss. Alles klar, tschüsschen. Benni, 21. Ja, hallo Domian. Schminkst du dich? Ich schmink mich nicht, nee. Ist das dein Thema? Nein, mein Thema sind Frauen. Frauen? Und zwar, dass die absolut nicht mehr auf Gentleman-like eingehen. Und du bist ein Gentleman? Ich würde sagen, ich bin einer, ja. Du hältst die Tür auf, du hältst den Mantel hin. Genau. Du bist ganz höflich und freundlich zu den Frauen. Ja, meistens, ne? Und du lässt sie sitzen, wenn du einen Platz hast und es ist sonst nichts frei. Genau. Und die reagieren schlecht darauf? Und die reagieren schlecht darauf. Irgendwo in der Disco oder so, wenn ich dann so Typen sehe, die so eine standardaffige Anmache dann abziehen. Also die wollen mehr Assi verhalten, oder genau. was? Genau, genau so ist mein Eindruck. Glaube ich ja gar nicht, dass man das verallgemeinern kann. Doch, also nach letztem Wochenende... Du verkehrst in den falschen Kreisen, glaube ich. Das kann auch möglich sein. Das kann das sein. Aber ist das doch toll für Frauen und ist doch auch ein Kompliment für eine Frau, wenn man sich sehr höflich ihr gegenüber verhält. Und ich finde das auch toll. Also man hört ja auch immer dann, ah, du bist so nett, du bist so super, verstehe gar nicht, dass du keine Freundin hast. Aber nix. Es tut sich ja nichts. Hey, du bist 21 Jahre alt. Hat es denn noch nie irgendwann mal gefruchtet, dieses sehr freundliche Verhalten Frauen gegenüber? Doch, das hat jetzt gefruchtet und ja, ist aber schon wieder vorbei. Wir waren 2 Jahre zusammen. Naja. Hat nicht mehr so geklappt. Na gut, das ist schon eine schöne Zeit. Und ja, sicher, aber... Seit wann bist du jetzt getrennt von deiner Freundin? Oh, 1,5 Wochen. Ja, ich hatte ja neulich auch schon mal so jemanden hier, so einen jungen Mann, einen sehr netten jungen Mann, der auch ganz ungeduldig war. Er war gerade getrennt nach ein paar Wochen und sagte, ich kriege keine Frau mehr mit, das funktioniert nicht mehr. Nein, so bin ich ja nicht, aber dann geht man halt Wochenende doch mal wieder öfter alleine raus und wenn man dann sowas sieht, das wirklich so nur plumpe anmachen, aber den Frauen das gefällt. Vielleicht solltest du wirklich mal überlegen, ja, wirklich ganz ernst jetzt, mal in eine andere Diskothek, wo auch so ein anderes Klientel verkehrt. Andere Frauen aus anderen Schichten, die irgendwie anders drauf sind, vielleicht hast du da einfach mehr Erfolg. Ja, oder ihr gebt mir mal die Nummer von der Nina. Die hat sich ja auch super nett angehört. Ja genau, vor allen Dingen, wo du dich nicht schminkst, ne, hättest du natürlich... genau, Bartstoppel habe ich auch. Bartstoppel, also wie groß bist du? 1,92, ein richtiger Kerl, wie schwer? Oh, 70 Kilo. 70 Kilo, also eine Bohnenstange eher, ne? Ja, kann man so sagen. Mal gucken, was wir mit dir und Nina anstellen. Ja gut. Mal sehen. Also nicht den Kopf hängen lassen, du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Man muss sich freundlich den Frauen gegenüber verhalten. Na klar, finde ich auch gut. Ja, hoffe ich mal. Ja. Tschüss Benni, alles Gute, alles toi, toi, toi. Okay. Tschüss. 1:59 und 26 Sekunden, das war's für heute. Meine Lieben, in der Technik war Leo Scholten und morgen haben wir ein festes Thema, hab's gerade ja schon gesagt.